Ausruhen. Ich habe auch einen Fähigkeitspunkt, aber erstmal. B und X. Okay. Ausruhen. Full Life bin ich jetzt da wieder. Und. Alter! BD1? Mach den fertig! Er hat zündet! Beeilung, fangt ihn! Er wird einen Fehler machen! Ich brauche mehr Platz hier. Na toll! Bin ich jetzt etwa allein? Ja. Das war jetzt ein bisschen viel Schaden gewesen, leider. Mal sehen, ob ich überlebe in den nächsten Kämpfen. Hey. Oh, es war also was drin. Neue Mantis-Lackierung, Sternjäger. Wie sieht aus? Ja, cool. Schwarz. Also. Oh nein, 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 ich hasse so eine Stellen. Was ist jetzt los? Mann, ich sterbe jetzt hier vorne nochmal. Ich bin davon nicht der Fan, aber von so einem Spielen hier. Ich hasse es. Ich habe was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Aber hier ist ein. Aha, was ist da? Ein Echo. Das ist Zeitverschwendung. Was hat Crane vor? Unmöglich, dass hier drin was Nützliches ist. Fragwürdige Verwendung. So. Ich hab ein 4 gehört. Ja. Was ist denn jetzt? Bald tot, also muss ich aufpassen, dass ich halt nicht ein Opfer falle. Wird kritisch. Ich untersuchen. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Okay. Ach hier. Hm.
scannen? Wie die Steine hier aus. Das ist schlimmer geworden. Verstehe ich nicht. Komm nicht durch. Mal hier. Hier sind die Steine vollkommen normal. Und die haben sie nicht mehr. Die laden doch alle noch vollkommen normal. Ich verstehe das einfach nicht. Das nervt mich gerade so sehr. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Na, erstmal heilen wir. Erstmal speichern wir hier. Mitnehmen. Ausruhen. Und nochmal. Wie ich gesehen habe, warten da drei Böcke. Irgendjemand, der hier in der Nähe ist, weil er schneller schlagen könnte. Untersuchen. Da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Da hinten ist einer. Okay. Warte, ich rede über diesen Einzelgänger. Ein Bock erledigt. Oh, die Kiste auf und. Oh, na gut. Das hab ich. Oh, es war also was drin. Pflicht und Entschlossenheit 2. Cool. Relativ einfach. Da war der erste schlimmer gewesen. Eierig auszuwischen, aber da hat der letzte Schlag noch leider gedrückt. Leider kann ich nicht so schnell abbrechen, sowas. Bin ich jetzt so? Hä? Das kann ich überhaupt nicht mehr so richtig erinnern. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern hier. Der Anfangsgebiet von Zepho halt nicht so richtig Erinnerung. Ah, ich bin auch so in die richtige gegangen. Einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Okay. Ich weiß, ich da lang gehen muss, aber immer vergessen zwischendurch. Aber was ich vergessen? Das ist die Frage der Fragen. Nehmen wir einen Stim. Da oben muss ich lang. Komm noch. Ach scheiße, das ist eine Treppe. Ich muss die Wunden versorgen. Wolltest du es hin? Scanne. Ah, Blumen. Die sind echt niedlich.
Ja, wie können wir jetzt. Dann gucken wir mal die Gegner mal an hier. Vielleicht kann ich irgendwas übersehen hier. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was ich übersehen haben könnte. Das habe ich geöffnet. Keine Ahnung, wofür das nochmal war. Denk mal, war der Auftrieb gewesen, oder? Anscheinend ist hier nix. Also muss ich den Sturm vorbeirennen. Das ist der einzige Weg. Aktuell. Was kann ich jetzt hier machen nochmal? Hä? Ah, jetzt. Was für mich natürlich unmöglich ist, einfach natürlich. Die machen das, was natürlich unmöglich ist. Ein ganzes Sturm verkleidet. Das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken könnte ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, okay. Damals war hier ein Bug gewesen. Ich konnte irgendwie durch die Wände hier rennen. Irgendwann mal. Aber irgendwie konnte ich mich noch retten. Imperiale? Finanzreichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hä? Wie lang geht's den Weg lang, aber... Wie lang auch? Ach so, ja, für später. Für später ist alles. Hast du das gesehen? Ja. Boah, wegen deinem Versteck, ey, krieg die Panik immer. Also ich kann sagen, ich krieg mal die Panik wegen dem Versteck. Scanguts. Vermeide jeglichen Kontakt und bewege dich vorsichtig um die zentralen Kapseln herum. Der explodierende Kern kann als Verteidigung gegen Gegner genutzt werden. Da verstehe ich nicht, warum. Das ist ein Lebewesen, wa? Das sind Augen da oben. Aber warum springen sie sich selber nieder? Skunguks sind parasitäre, pflanzenähnliche Organismen, deren toxische Sporen explodieren können. Wenn sich eine Bedrohung nähert, mehrere Gruppen kleiner Hülsen bilden im Boden einen größeren Zentralbau. Und es gibt mehrere Arten dieser aggressiven für ihren widerlichen Gestank
und ihren weichen, gehirnähnlichen Gewebe bekannte Spezies. Okay. Autsch. Lange da spawnen, obwohl es Vieh dann ist. Und schon wieder schlittern. Es gab hier mal eine Rätsel, liegt mir inneren. Boah, das war so scheiße. Hier, Echo? Ja. Ein Echo. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? Ja, zu weit. Ein bisschen irgendwie hier stoppen. Noch nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Damals habe ich jetzt irgendwie mit genau an den Punkt geschafft. Ja, ich weiß jetzt. Ich muss ihn dann stoppen, wenn er hier vorsteht. Damals hat er irgendwie durch ohne das hier mit den Zeitlupe gemacht. Alter. Ah, fuck me, ey. Na, come on. Sieht glücklich aus. Nein. Klappt. Jetzt so. Voilà. Echo aufnehmen. Ja, wahrnehmen. Hier fanden Rituale der Sepho statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Meditationsrelikt. Dient als Ritual zur Ausbildung der Machtnutzer. Okay. Okay.
Mal kurz ein Päuschen bräuch hier. Was hier? So. Okay. Das ist eine Ruhestätte für mich zu meditieren. Oh, endlich. So, ausruhen. So, ich habe jetzt noch Punkte verteilen hier. Zweimal Y. Aber ich brauche zwei Punkte dafür. Greif Kerl und Sprint an. Ja, warum nicht? Kann ich auch machen. Bin eigentlich selten, der man das sprintet. Da kann ich runterrutschen. Das ist ganz was Neues. Ja, danke für die Überraschung. Ich brauche Hilfe. Das zweite Fuß bringt mir weg. Oh, starker. Okay. Grabwächter. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtet der Energiekern, kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden. Um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Grabwächter sind alte, von den Zephon konstruierte Automaten, deren Hauptaufgabe vermutlich der Schutz der heiligen Städten war. Da über ihre Fähigkeit bis heute nur wenig bekannt ist, sollte man sich ihnen nur äußerster Vorsicht nähern. Ihre kalten und gleichblütigen Angriffe basieren nicht auf Bosheit oder Selbstverteidigung, sondern sind einen programmierten Reaktion auf Eindringlinge, so allgemein. Aufgrund ihrer mächtigen, nicht blockbaren Angriffen sind sie vor allem im beengten Gebiet ohne Ausweichmöglichkeiten äußerst gefährlich. Ihre wichtigste Schwachstelle scheint der Energiekern über den Oberbauch zu sein. Jede Störung des Kerns müsste die Abschaltung auslösen. Aber ich google nochmal aus, weil jetzt hier. Und aus. Ich denke mal, jetzt kommen wir wieder, aber wir kämpfen ihn nochmal. Diesmal ohne größeren Schaden. Ja, da ist er wieder. Ups. Okay, das ist neu. Kein Krankenkorb vorher noch nie.
Schön, dass du mir auch. Hilf mir! Hilfe! Okay, ich hab mehr schon als vorher. Was ist das denn jetzt für eine Fähigkeit? Kann ich nicht. Okay, er hat jetzt neue Fähigkeit erlernt, was ich noch nie gesehen habe. Was ist das für ein Scheiß? Er hat die komischen Mörserbomben halt und vorher noch nie gesehen. Das ist ja übelst bescheuert. I don't like it. Kann ich jetzt schon sagen. Okay. Jetzt wird es eigentlich richtig lustig. Der Kampf. Was mache ich am besten? Damals zeigt eine Erinnerung, wie ich einfach besiegen konnte. Alter, wie weit? Weich doch mal aus. Okay, ich habe weniger Schaden bekommen. Die war sehr oft auf ihn verlangsamt, quasi. Cool. Fall einfach runter.